Ja, was erlebt man in einem Durchgangsheim? Unerfahren war ich sowieso, wusste nie, was das ist. Das ist meine erste Erfahrung gewesen, das Durchgangsheim Schmiedefels. Ich bin am 22. März 1975 hier eingewiesen worden, ausgestiegen, geschockt. Wenn man das Objekt sich betrachtet, wir waren damals 15 im Durchschnitt, 14, 15. Und wenn man dann auch sieht, Stacheldraht ringsherum, vergitterte Fenster, ich weiß nicht, ob man das als prickelndes Erlebnis bezeichnen kann. Nach der Ankunft auf die Zelle gekommen? Ja. Ja, ja. Das soll wahrscheinlich abschrecken. Wie war das? Kamst du ja eigentlich aus einem ganz normalen Leben als Jugendlicher? Ja. Mit Musik, mit Mode, mit Clique und dann diese Zelle? Wahrscheinlich das, was es bewirken sollte: Schock und Brechen. Dass man erst mal kaputt gemacht wird. Ja, ganz herzlich willkommen heute zur Einweihung der Gedenktafel für diesen Denkort. Ich selber, mein Name ist Andreas Ilse. Ich komme vom Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domasch aus Jena. Wir haben sozusagen zusammen mit der Staatskanzlei ein Programm, nicht nur hier in Schmiedefeld, sondern auch an anderen Orten, sogenannte Denkorte zu errichten. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist sozusagen nicht bloß in den Städten wie Jena, Gera oder Erfurt an Geschichte zu erinnern, in dem Fall an DDR-Geschichte zu erinnern und die Zeit der sowjetischen Besatzungszone, sondern gerade auch in die Region rauszugehen, damit Menschen, die hier leben, auch wissen, was war denn hier vor 40, 50, 60 Jahren. Also alles ist protokolliert, bin auf der Toilette gewechselt, Kontrolle kein Vorkommen, das ist so eine Standardformel, Sie sehen das hier immer nach. Auch im Stundentakt, ne? Im Stundentakt Kontrollen. Man versucht hier also hier Trainings anzuveranstalten. Man hatte sich, ich werde das nachher oder wir werden das nachher noch sehen oder hören, wieso die Prozedur bei der Einweisung war. Man musste sich also entkleiden, man kriegte das Haar geschnitten und man wurde desinfiziert und eingekleidet hieß, man kriegte eine Anstaltsunterwäsche und den Trainingsanzug, einen einfachen, und verlor eigentlich alles, was an Privatheit vom einen bis dahin gewesen waren, selbst wenn es nur irgendwelche Lumpienklamotten waren. Der Eindruck ist natürlich extrem beklemmend in den Räumlichkeiten. Wir haben das ja uns auch alles anschauen können. Extrem bedrückend. Und es macht natürlich auch was mit einem. Und man nimmt das danach auch auf jeden Fall mit nach Hause. Aber genau das ist ja das, was wir auch mit dem Denkorte-Projekt, denke ich, erzeugen wollen. Nämlich die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und deshalb bin ich den Betroffenen, die die Kraft gefunden haben, darüber zu berichten, extrem dankbar, dass sie halt uns die Möglichkeit geben, die es nicht erlebt haben, nachfolgenden Generationen, aber wie gesagt auch allen, die das zur damaligen Zeit nicht mitmachen mussten, damit einen Einblick geben in eine DDR oder einen Teil der DDR, den man so verdrängt oder beziehungsweise nicht wahrhaben wollte, nicht wahrgenommen hat, und damit auch das Bild der DDR vervollständigt wird, das eigene Bild. Und das gehört genauso mit dazu wie möglicherweise positive Erinnerungen aus der DDR. Was sehen wir? Wir sehen einen Zustand, wie er für dieses schon erwähnte Dauerheim für bildungsunfähige, förderfähige Jugendliche erscheint. Das heißt, es sind Teile aus der Vergangenheit als Durchgangsheim sind getilgt. Die eine frühe Arrestzelle ist überbaut durch einen Waschraum, durch Sanitärgebäude, was nicht heißt, dass nicht auch dort noch Relikte
des Durchgangsheimes und der Arretierung dort zu finden sind. Wir finden noch den Maschendrahtzaun mit einem nach innen gerichteten Übersteigschutz aus Stacheldraht. Wir finden, wenn man genau hinsieht, an den Fenstern notdürftig oder überhaupt nicht verborgene, weggeflexte Gitter. Das sind alles Spuren aus dieser Ebene. Und darunter befindet sich die Schicht, der wir uns heute im Erinnern widmen wollen, die Zeit dieses Gebäudes als Durchgangsheim des Bezirkes Suhl, als zentrales Durchgangsheim der Jugendhilfe, das eingerichtet wurde 1974 und geschlossen wurde Ende 1987. Wir haben Interviews gemacht, wir haben Beschreibungen, wir haben Texte zugearbeitet bekommen, wir haben Schilderungen von Aufenthalten hier bekommen. Auch wenn sie nur wenige Sätze lang sind, sie gestatten es, dieses Gebäude und oder sagen wir aus den wenigen Fragmenten, die wir jetzt noch haben und die auf diese Nutzung zwischen 74 und 87 hindeuten, uns etwas zu extrapolieren, was den Alltag der Menschen in diesem Haus bedeutet hat. Was es mit ihnen gemacht hat, können Sie erfahren, wenn Sie mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Es sind heute für mich berührend viele hier. Die Schaukel, die im hinteren Teil des Geländes ist, die war gedreht und durfte nicht benutzt werden. Das sieht so spielplatzmäßig aus, weil sie durch Schwingbewegungen eventuell in Richtung Zaun hätte ausschlagen können und man hätte die Schaukel als Hilfe zur Flucht benutzen können. Jetzt ist sie gedreht, was aber nicht heißt, ich habe noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, wir durften da drauf schaukeln. Wir eröffnen heute einen der Denkorte und haben schon in Heldburg, in Braunsdorf, in Bischofroth und jetzt in Schmiedefeld eben einen dieser Orte in Thüringen, die eines verbindet. Es herrschte in ihnen das Leben der DDR in allen Versatzstücken. In Freude, in Pein, in Leid, in Hoffnung und Enttäuschung. Alles miteinander, hintereinander und oft auch gleichzeitig. Eines verbindet die Orte, die Denkorte auch. Es waren Orte, an denen zumindest die Gedanken frei waren. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Erzählung zu bewahren. Zu bewahren, was hier passiert ist, zuzuhören und die Menschen reden zu lassen und ihre Geschichten wahrzunehmen. Es ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, diese Geschichten anzunehmen. Und das Bedrückende ist, dass gerade an den Orten des Leides oft die Perspektiven der Betroffenen ausgespart werden. Wichtig ist, dass man an solchen Orten all das zulässt. Die Erinnerung, die Trauer, die Wut, die Klage miteinander ins Gespräch kommt und eben die Geschichten teilt. Und ich möchte Ihnen einfach ein großes Dankeschön dafür mitgeben, dass Sie die Kraft gefunden haben, darüber zu sprechen, weil genau das ist ja das, was es auch so wichtig macht. Ich weiß, dass die Verarbeitung der eigenen Gedanken, der eigenen Vergangenheit und auch die Bewältigung der Vergangenheit natürlich ganz, ganz individuell ist. Und da gibt es kein richtig und es gibt kein falsch. Aber es ist halt für nachfolgende Generationen und auch für alle, die das miterlebt haben und für alle, die es auch nicht miterlebt haben, zum Glück, wichtig, dass sie halt auch diesen Einblick bekommen und auch dieses Bild der DDR halt mitnehmen können und das Bild ihrer eigenen DDR-Vergangenheit damit auch komplettieren. Und deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, dass Sie diese Kraft gefunden haben. Und dafür möchte ich Ihnen einfach ganz, ganz herzlich danken, dass Sie mich daran teilhaben lassen, aber zukünftig auch hoffentlich ganz viele andere, die hier an dieser Denktafel die Geschichten eben mitnehmen können. Danken möchte ich auch nochmal Herrn May, der immer wieder die Kraft findet, Ihnen eine Stimme zu geben. Und ich habe es ja vor uns auch
selbst erleben dürfen, wie sehr sie das auch selber bewegt. Und dafür auch ganz herzlichen Dank, dass Sie den Opfern, wie gesagt, auch die Möglichkeit geben, eine Stimme zu haben und in der Öffentlichkeit präsent zu sein und damit auch ein Stück weit Stigmatisierung, denen Sie ja gegenüber mitunter heute noch ausgesetzt sind, auch entgegenzuwirken. Auch dafür herzlichen Dank. Danken möchte ich auch natürlich Frau Falkenberg und den Projektkoordinatoren. Herr Ilse hatte schon was gesagt zum Denkorte-Projekt an sich, deswegen möchte ich das nicht wiederholen, aber vielen Dank, das möchte ich zumindest Ihnen mitgeben für Ihr großes Engagement in diesem Bereich und dass Sie es möglich machen, im ländlichen Raum viele blinde Flecken oder weiße Flecken. Herr May, Sie hatten, glaube ich, einen Artikel geschrieben über weiße Flecken, das war einer hier davon, hier in Schmiedefeld, dass Sie das, diese markieren auf der Landkarte und so auch eine Vernetzung untereinander schaffen. Und natürlich auch nochmal einen großen Dank, Herr Hübert, Sie sind sehr bescheiden und verstecken sich im Hintergrund, aber vielen Dank auch für den Besitzer, dass Sie die Sensibilität haben, nachdem Sie das Eigentum hier erworben haben als ehemaliges Wohngebäude oder als ehemaliges Wohnheim, zu erkennen, dass es eine viel, viel dunklere Geschichte noch da aufzuarbeiten gibt und das hier auch möglich machen, diese Tafel aufzustellen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann schreiten wir zur Tafel. Mal schauen, ob die das schaffen.